Hallo und herzlich willkommen zu Lesekids Spezial. Heute mit dem dritten Teil der Geschichte Das Ungeheuer vom Sturmberg aus der Reihe Land der Bestien von Katharina Kramp. Wenn ihr die anderen beiden Teile dazu hören wollt oder euch anschauen wollt, könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal der Stadtbücherei Ibbenbüren. Und jetzt geht's los mit dem Schluss der Geschichte. Ihr könnt euch erinnern, beim letzten Mal, als ich habe aufgehört, wie der Greif die beiden Mädchen quasi entführt hat. Auf dem Sturmberg. Verzweifelt blickten die Jungen dem Greif nach. Dann sahen sie sich an. Erik fand zuerst seine Sprache wieder. Was machen wir jetzt? Wir müssen hinterher, sagte Benk und stapfte sofort los. Er wirkte grimmig und entschlossen, doch Erik hatte die Angst in der Stimme seines Freundes gehört. Er machte sich genauso große Sorgen um die Mädchen, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ. Und es war gut, dass er handelte, denn es blieb ihm ja gar nichts anderes übrig, als dem Greif zu folgen. Erik versuchte, den Mut nicht zu verlieren, während er hinter Bengt hinterherrannte. Sie hielten auf den Berg vor ihnen zu, hinter dessen Spitze der Greif verschwunden war. Der Hang war sehr steil und es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis sie schließlich den oberen Rand erreichten. Oh nein, stöhnte Erik auf, als er sah, dass sich vor ihnen noch viele Dutzend andere Berge erstreckten. Der Greif konnte auf jeden davon geflogen sein. Wie sollen wir die Mädchen jemals wiederfinden? Bengt betrachtete die Bergspitze nachdenklich. Dann deutete er auf einen besonders zerklüfteten, hohen Berg, der zwischen den anderen herausragte. Der Gipfel war teilweise von Wolken eingehüllt. Erinnerst du dich noch an das, was Gandrik gesagt hat? Der Greif hat sein Nest angeblich oben auf dem höchsten Berg im dunklen Gebirge. Und ich sehe weit und breit keinen höheren als den da. Das muss also der Sturmberg sein, von dem er gesprochen hat. Erik fielen die Worte des Einsiedlers nun auch wieder ein. Erik nickte. Dann suchen wir dort. Die beiden Jungen liefen auf den Berg zu, doch der Weg war viel steiler, als er auf den ersten Blick wirkte und auch viel beschwerlicher. Der Schnee war tief und machte ihnen nach einer Weile jeden Schritt zur Qual. Als sie endlich am Fuß des Sturmberges angelangt waren, starrten beide hinauf zum Gipfel. Er war zwar immer noch wolkenverhangen, aber der Gipfel riss für einen Moment auf und gab den Blick auf einen dunklen Schatten frei, der ganz oben seine Kreise zog. Ein ferner Adlerschrei bestätigte ihren Verdacht. »Der Greif ist wirklich da oben«, sagte Erik grimmig. »Worauf warten wir dann noch?«, drängte Bengt. Sie kletterten weiter, doch das Wetter schlug plötzlich um. Wind kam auf und es begann zu schneien. Außerdem wurden die Felswände immer steiler. Irgendwann blieb Bengt stehen. »Das schaffen wir nicht«, sagte er. Erik legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Er konnte den Berghang wegen des heftigen Schneetreibens nur noch schemenhaft erkennen. Der Wind blies jetzt so stark, dass sie sich teilweise sehr gut festhalten mussten, um nicht von den Felsen geweht zu werden. »Ich werde nicht aufgeben«, rief er entschlossen. »Ich lasse meine Schwester nicht im Stich und Kathlena auch nicht.« Ben schüttelte den Kopf. »Denkst du, ich? Wir müssen es anders machen. So hat's keinen Zweck. Hast du das Amulett noch?« Erik hätte sich fast vor die Stirn geschlagen. Wieso war ihnen das nicht eher eingefallen? Hastig griff er in seine Jacke und zog die Kette heraus, die sie von Gandrik bekommen hatten. Das goldene Amulett mit dem blauen Stein funkelte verheißungsvoll in seiner Hand. Trotzdem zögerte er. Gandrik hat gesagt, dass die Kräfte des Amuletts eingeschränkt sind. Was, wenn der Zauber nicht reicht? Wir haben gar keine andere Wahl, entgegnete Bengt. Los, wir versuchen es jetzt. Die beiden Jungen stellten sich eng nebeneinander. Erik hielt das Amulett fest in der Hand und Bengt legte seine obendrauf, sodass sie miteinander verbunden waren. Dann schlossen sie die Augen. »Bring uns zum Nest des Greifs«, rief Erik laut in den heulenden Wind. Gespannt wartete er darauf, was passieren würde, doch er hörte nur das Rauschen des Sturms. Dann war von einer Sekunde auf die andere alles um ihn herum still, und er fühlte Bengts Hand nicht mehr auf seiner.
Überrascht riss er die Augen auf und verlor vor Schreck fast das Gleichgewicht. Denn er stand nicht länger neben Bengt im Schneesturm, sondern ganz oben auf dem Gipfel des Berges. Der Himmel über ihm war jetzt klar und direkt neben ihm fiel der Berghang steil nach unten ab. Ein Wolkenband hing unter ihnen an der Felswand, sodass er das Tal darunter nicht sehen konnte. Hastig sah er sich um, aber er war allein. Offenbar hatte die Zauberkraft nur für einen von ihnen gereicht. Mit Schrecken dachte Erik an Bengt, der dann noch irgendwo dort unten im Schneesturm sein musste. Wie sollten sie jetzt wieder zueinander finden? Ihm blieb keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Zuerst musste er herausfinden, ob das Amulett ihn tatsächlich auf die Spitze des Sturmbergs gebracht hatte. Er stand auf und ging um eine Felsnase herum, die ihm den Blick auf den Rest des Felsens versperrte, auf dem er gelandet war. Ein riesiges Nest erhob sich vor ihm. Es war aus dicken Ästen und Baumstämmen gebaut. Eriks Herz klopfte aufgeregt. Das Nest des Greifs. Hier mussten die Mädchen sein. Er trat einen Schritt auf das riesige Gebilde zu, blieb dann jedoch erschrocken stehen. Der Kopf des Greifs erschien über dem Rand des Nests und die scharfen Augen entdeckten den Eindringling sofort. Der riesige Monstervogel stieß einen Schrei aus, der Erik in den Ohren hallte. Dann erhob er sich drohend mit weit gespreizten Flügeln aus seinem Nest. Das Nest der Bestie. Erik zog Endur aus seinem Gürtel und machte sich bereit für den Kampf. »Greta, Katlena«, fragte er laut. »Wenn die Mädchen hier waren, dann mussten sie ihn hören.« »Wir sind hier«, erklang Gretas Stimme hinter der großen Holzbarriere. Die beiden befanden sich also tatsächlich im Nest. Mit neuem Mut umfasste Erik das Schwert fester. »Ich hol euch da raus«, rief er. Der Greif stieg über den Rand seines Nestes und baute sich vor Erik auf. Sein langer Schwanz peitschte ungeduldig hin und her und die Krallen seiner Adlerfüße und seiner Raubtierpranken wetzten über den Felsen. Gretas Gesicht erschien am Rande des Nestes und kurz danach tauchte auch Katlena neben ihm auf. Beide schienen es gut zu gehen, was Erik sehr erleichterte. Aber sie waren noch nicht in Sicherheit, solange die Bestie nicht besiegt war. Erik wartete darauf, dass das Vogelwesen ihn angriff. Der Greif verharrte noch an seinem Platz und sein Kopf ruckte zwischen den Mädchen und ihm hin und her. Offenbar konnte er sich nicht entscheiden, ob er seine Gefangenen weiter bewachen oder den Eindringling von seinem Nest vertreiben sollte. Erik schien für ihn allerdings die größte Gefahr zu sein, denn ohne jegliche Vorwarnung sprang der Greif nach vorn und stieß mit seinem Schnabel zu. Die scharfe, gebogene Spitze schlug nur Zentimeter neben Erik in den Felsen. Erik nutzte die Gelegenheit sofort und versetzte dem großen Vogelwesen einen Hieb gegen den Hals. Doch er rutschte ab und traf nicht richtig. Unverletzt richtete der Greif sich wieder auf und schlug wütend mit den Flügeln. Erik beschloss, sich nicht einschüchtern zu lassen. Während er weiter gegen die Bestie kämpfte, dachte er noch einmal an den Höllenhund und die Riesenspinne. Beide Monster hatte er mit Hilfe seiner Schwester und seiner Freunde besiegt. Aber das riesige Vogelwesen war ein sehr starker Gegner und es hatte den Vorteil, dass es fliegen konnte. Wenn er sich in die Luft erhob, war es unerreichbar für Erik. Doch er hatte nur eine Chance, wenn er einen Moment abpasste, in dem das Monster abgelenkt war und nicht aufpasste. »Achtung, Erik!« rief Greta auf einmal und Erik entkam nur um ein Haar einem Prankenhieb des Greifs. »Vielleicht sollte ich lieber selbst besser aufpassen«, dachte er erschrocken. Er konzentrierte sich wieder auf den Kampf. Doch gleichzeitig spürte Erik, wie er immer müder wurde. Der lange Weg durch die Berge hatte ihn erschöpft und seine Arme wurden ihm auch langsam schwer. Wie lange würde er allein noch durchhalten? Ein Stein kam aus dem Nichts angeflogen und traf den Greif am Kopf. Irritiert drehte das große Vogelwesen sich um und richtete seine türkisfarbenen Augen auf Greta, die den Stein geworfen hatte.
Sie war mit Katlena aus dem Nest herausgeklettert und stand jetzt auf der Felsplatte. »Du dämliches Mistvieh«, brüllte Katlena und schleuderte ebenfalls einen Stein nach dem Greif, der ihn diesmal am Rücken traf. »Ja, lass meinen Bruder in Ruhe«, stimmte Greta ihr grimmig zu und hob schon den nächsten Stein auf. Die Mädchen warfen in so schneller Folge, dass ein richtiger Steinregen auf das große Vogelwesen niederging. Der Greif stieß einen wütenden Schrei aus und schüttelte sich, wenn die Mädchen ihn trafen. Aber er ließ trotzdem nicht von Erik ab, sondern stieß mit dem Kopf vor und griff weiter an. Erik führte Endor so, wie Bengt es ihm beigebracht hatte, und er schaffte es, den Greif mit mehreren Hieben an den Vorderläufen und an der Brust zu treffen. Doch seine Kräfte schwanden und das schien der Greif zu spüren. Anstatt weiter am Boden anzugreifen, erhob er sich in die Luft und flog knapp über Eriks Kopf hinweg. Er hielt zuerst auf die Mädchen zu, die sich weiterhin mit Steinen wehrten. Dann kehrte er in einem weiten Bogen zu Erik zurück und stieß mit nach vorn gestreckten Krallen auf ihn herunter. Erik taumelte und fiel nach hinten, stand aber sofort wieder auf. Dieses Manöver wiederholte der Greif mehrere Male und so schnell hintereinander, dass Erik kaum Zeit blieb, sich wieder aufzurappeln. Immer weiter drängte die Bestie ihn zurück, bis er schließlich nur wenige Schritte vom Rand des Gipfels entfernt war. »Pass auf«, hörte er Greta aufgeregt rufen, als er wieder aufstand. Er sah den Greif erneut auf sich zufliegen und hob Endor hoch über den Kopf. Es war sein letzter verzweifelter Versuch, die Bestie abzuwehren. Der Greif jedoch ließ ihm keine Chance. Er spürte, wie ihn die Adlerkrallen gegen die Brust trafen und er das Gleichgewicht verlor. Mit einem entsetzten Aufschrei stürzte er die Felskante in den Abgrund. Rettung aus der Luft. Erik hielt Endor fest umklammert, während er fiel. Er hörte ein lautes Rauschen in seinen Ohren und sah die Felswand an sich vorbeirasen. Bevor er einen klaren Gedanken fassen konnte, landete er plötzlich auf etwas, das leicht unter ihm nachgab und seinen Sturz abfing. Trotzdem war der Aufprall so hart, dass es ihm kurzzeitig die Luft aus den Lungen drückte. Instinktiv hielt er sich fest und versuchte zu begreifen, was passiert war. Er rang nach Atem. »Adana«, stammelte er, als ihm klar wurde, dass er auf den Rücken des weißen Drachens lag, der ihn aufgefangen hatte. »Du bist wieder da!« Der Drache stieg einen Schnauben aus und flog in einen weiten Bogen zurück zum Gipfel des Sturmbergs. »Danke«, sagte Erik in Gedanken und setzte sich auf. »Du hast mich gerettet.« Für mehr blieb keine Zeit, denn schon kam der Greif wieder in Sichtweise. Er stand auf allen Vieren neben seinem Nest und starrte zu ihnen hinauf. Erleichtert erkannte Erik, dass Greta und Katlena Schutz unter einem dicken Baumstamm gesucht hatten, der aus dem Nest des Vogelwesens herausragte. Wirklich sicher waren sie dort nicht. Er musste sie dort rausholen. Nur was würde Adana jetzt tun? Brachte sie ihn bloß zurück auf die Bergspitze und flog dann wieder davon, oder würde sie mit ihm kämpfen? »Ich habe bloß eine Chance, wenn du bei mir bleibst«, sagte Erik in Gedanken zu dem Drachen. »Ich kann den Greif nur aus der Luft besiegen, bitte«, er schloss für einen Moment die Augen. »Bitte hilf mir!« Adana schnaubte und hielt weiter auf den Greif zu, ohne langsamer zu werden. Offenbar war sie diesmal bereit, mit Erik zu kämpfen. Der Greif erhob sich ebenfalls in die Luft und starrte ihnen mit seinen kalten, türkisfarbenen Augen entgegen. Er verharrte auf der Stelle, bis sie nahe genug herangekommen waren. In dem Moment, als er sich auf sie stürzen wollte, stieß Adana eine Feuerwolke aus und er musste ausweichen. »Ja, gut so«, ermutigte Erik den Drachen begeistert. Sie flogen einen Bogen und wieder auf ihren Gegner zu. Er wartete bereits auf sie. In der Luft prallten die beiden riesigen Flugwesen mit voller Wucht aufeinander und verhakten sich an den Füßen. Sie schlugen wild mit den Flügeln und drehten sich in einer atemberaubenden Spirale am Himmel, während sie miteinander rangen. Dann ließ Adana unvermittelt wieder von dem Greif ab und schoss ein Stück nach oben. Der Greif schien für einen Moment aus dem Konzept gebracht
und Erik wusste, dass das seine Chance war. Er umfasste Endor fester. »Kannst du mich näher an ihn heranbringen?« bat er den weißen Drachen in Gedanken, und Adana reagierte sofort. In einem waghalsigen Sinkflug hielt sie wieder auf den Greif zu, der immer noch verwirrt in der Luft verweilte. Erik spannte alle Muskeln an und wartete auf den richtigen Augenblick. Als Drache und Greif ungefähr auf gleicher Höhe waren, wagte er den Sprung und landete auf dem Rücken des riesigen Vogelwesens. Sofort klammerte er sich an den Federn fest. Der Greif stieß einen überraschten Schrei aus und versuchte, die unerwartete Last abzuwerfen. Er warf den Kopf nach hinten und bewegte sich so heftig hin und her, dass Erik zur Seite rutschte. Nur mit großer Mühe gelang es ihm, sich auf den Rücken der Bestie zu halten und sich wieder zurück in die Mitte zu ziehen. Wütend darüber, dass er Erik nicht abschütteln konnte, flog der Greif mit hohem Tempo zwischen den Bergspitzen herum. Als auch das nichts half, landete er wieder auf dem Felsen. Er senkte die Flügel und hob eines seiner Hinterbeine, um Erik damit von seinen Rücken zu ziehen. Aber Erik war schneller. Auf diesen Moment hatte er gewartet. Rasch hob er das Schwert über den Kopf und zielte damit auf den Nacken der Bestie, um ihr den entscheidenden Schlag zu versetzen. »Du kannst uns nicht aufhalten, egal wie viele Bestien du uns noch schickst, Wulfrath«, rief er. Dann geschah es. Kurz bevor er mit Endor den Nacken des Greifs berührt konnte, blendete ihn ein greller Blitz. Ein lauter Donnerschlag folgte und Erik spürte, wie er ein Stück nach unten fiel. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er in Wulfraths eisblaue Augen. Bisher waren sie ihm immer wieder erschienen, wenn er eine Bestie von ihrem Fluch erlöste. Der wütende Schrei des Zauberers hallte durch seinen Kopf und es lag wieder ein unangenehmer Brandgeruch in der Luft. Doch diesmal erschreckte ihr beides Erik nicht mehr, denn er wusste, was das bedeutete. Er hatte den furchtbaren Greif bezwungen. Die Suche. Sobald er wieder klar sehen konnte, erkannte Erik zu seinem Erstaunen, dass er diesmal nicht nur ein Tier von Wulfraths Fluch befreit hatte. Neben dem großen Adler, der regungslos mit ausgestreckten Flügeln zu seinen Füßen auf dem Rücken lag, kam gerade eine schlanke kleine Katze wieder auf die Beine. Sie schwankte benommen und die Hinterläufe sackten ihr weg, was sie klagend miauen ließ. »Oh nein, sieh nur«, rief Greta und kam mit Katlena aus ihrem Versteck hinter dem Baumstamm hervorgelaufen. »Das arme Ding!« Sie hob das verstörte Tier auf und streichelte es liebevoll. Dankbar ließ sich die Katze das gefallen und schmiegte sich schnurrend in ihren Arm. Erik ging in die Hocke und betrachtete den Adler, der sich noch immer nicht bewegte. Vorsichtig berührte er die Federn an seiner Brust und schreckte zurück, als der große Raubvogel plötzlich aufsprang und sich schüttelte. Er blinzelte mehrmals, dann wurde sein Blick klar und er fixierte Erik wachsam an. »Du bist wieder frei«, sagte Erik leise und trat einen Schritt zurück. Der Adler breitete die Flügel aus und erhob sich in die Luft. Doch er flog nicht davon, wie Erik es erwartet hatte. Stattdessen zog er hoch oben am Himmel seine Kreise und schien die Kinder aus der Ferne zu beobachten. Greta, die immer noch die Katze auf dem Arm hielt, runzelte die Stirn. »Wo ist eigentlich Bengt?«, fragte sie und blickte sich suchend um. Erik stöhnte auf. In der Aufregung um den Kampf mit dem Greif hatte er seinen Freund fast vergessen. »Wir haben das Amulett benutzt, um zum Nest des Greifs zu kommen, aber es hat nur mich hergebracht. Bengt muss noch irgendwo unten am Fuß des Berges sein.« Greta wurde blass. »Und wie finden wir ihn jetzt wieder? Können wir dafür nochmal das Amulett nehmen?« Erik griff in seine Jackentasche und holte Gandriks Kette heraus. Doch der blaue Stein, der vorher noch so schön gefunkelt hatte, wirkte jetzt stumpf und glanzlos. »Ich fürchte, nein«, antwortete er unglaublich, »seine Zauberkräfte sind aufgebraucht.« Das Mädchen sah ihn besorgt an. »Und wie kommen wir dann wieder herunter?«, fragte Katlena. Erik legte den Kopf in den Nacken und blickte in den Himmel, wo ganz oben der Adler weiter seine Kreise zog. »Es gibt nur eine Möglichkeit«, er schloss die Augen. »Adana«, rief er in Gedanken,
Du musst uns noch einmal helfen, bitte. Ohne dich kommen wir nicht von diesem Berg herunter. Und dann war alles umsonst. Er wagte kaum, die Augen wieder zu öffnen. Als er es schließlich tat, war kein weißer Drache am Himmel zu sehen. War sein Hilferuf unerhört verhallt? Unglücklich wandte er sich an Greta und Kathleena, die zu seiner Verwunderung breit grinsten. Dann spürte er auf einmal einen warmen Luftzug im Haar. Er fuhr herum. Adana stand schnaubend hinter ihm. Wie sie sich ihm so leise hatte nähern können, war ihm ein Rätsel. War sie die ganze Zeit dort gewesen und er hatte sie nur nicht gesehen? Na, spielte keine Rolle. Hauptsache, sie war wieder da. Du bist ja ein richtiger Drachenflüsterer, meinte Greta zu ihrem Bruder, als sie ein wenig später alle drei auf dem Rücken des weißen Drachen saßen. Sie hielt die Katze auf dem Schoß, die sie nicht hier oben in den Bergen zurücklassen wollte. Wie hast du Adana gerufen? Ich habe sie nicht gerufen, erwidert Erik. Ich habe sie gebeten, uns zu helfen. Hast du schon vergessen, was Gandrik gesagt hatte? Man kann Drachen zu nichts zwingen. Er strich Adana dankbar über den Hals, als ihm noch einmal klar wurde, wie viel Glück sie hatten, dass der weiße Drache ihnen bei diesem Abenteuer zur Seite stand. Und wie finden wir jetzt Bengt? Fragte Kathleena besorgt. Darauf wusste Erik keine Antwort. Er hatte keine Ahnung, wo genau er mit Bengt gewesen war, als sie das Amulett benutzt hatten. Er muss irgendwo da unten sein. Haltet nach ihm Ausschau. Mit zusammengekniffenen Augen suchten die Kinder die felsigen, verschneiten Berghänge ab, an denen sie vorbeiflogen. Der Schneesturm, der vorhin noch hier unten getobt hatte, war inzwischen vorbei und die Sicht war wieder frei. »Wo kann er nur sein?« rief Greta verzweifelt, als sie auch nach einer Weile noch immer keine Spur von Bengt entdecken konnten. Erik spürte, wie sein Mut sank. »Ich weiß es auch nicht«, rief er unglücklich. »Wahrscheinlich merken wir es nicht mal, wenn wir über ihn hinwegfliegen. Wir sind einfach zu weit oben. Wie sollen wir ihn denn von hier aus sehen?« Die drei Kinder schwiegen bedrückt, während sie weiter die Hänge nach ihrem Freund absuchten. Auf einmal ertönte über ihnen ein Adlerschrei. Erik zuckte erschrocken zusammen und dachte an den Greif. Doch dann sah er, dass es nur der Adler war, der über ihn flog. Er musste ihnen die ganze Zeit gefolgt sein. Der Adler stieß noch einen Schrei aus und stürzte direkt vor Adana nach unten in die Tiefe. Greta sah ihm nach. Was macht er da? Keine Ahnung, antwortete Erik. Wollte der große Raubvogel ihnen etwas zeigen? Könntest du ihm folgen? Bat er den Drachen, der sofort die Richtung änderte und ebenfalls nach unten flog. Der Adler kreiste jetzt dicht über einer Stelle an einem Hang und stieß dabei immer wieder aufgeregte Schreie aus. Erst als die Kinder auf Adana näher kamen, erhob er sich wieder in die Luft. Ist da was? Kathleena beugte sich über die Seite des Drachens, um besser sehen zu können. Ja, seht nur, rief Greta aufgeregt und deutete nach unten. Da, es ist Bengt. Erik konnte nur mehrere Felsen erkennen, die wie dunkle Punkte aus dem Schnee herausragten. Doch dann bewegte sich einer dieser Punkte. Er kniff die Augen zusammen und guckte genauer hin. Ja, es war tatsächlich Bengt, der dort im Schnee stand und ihnen winkte. Was für ein Glück, dass der Adler schärfere Augen hatte als sie. Adana landete sanft an dem Hang und die drei sprangen von ihrem Rücken. Sofort liefen sie zu Bengt, der sich auf einen Stock stützte und ihnen grinsend entgegenblickte. »Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen«, sagte er, als sie ihn erreichten. Greta und Kathleena umarmten ihn und auch Erik klopfte seinen Freund erleichtert auf die Schulter. »Mann, wir hatten wirklich Angst, dass wir dich nicht mehr finden.« »Habt ihr den Greif besiegt?«, wollte Bengt wissen. »Sonst wären wir ja kaum hier«, gab Greta zurück und berichtete ihm strahlend, wie Erik gegen das schreckliche Vogelwesen gekämpft hatte. »Du verdankst es übrigens dem Adler, den wir erlöst haben, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Er hat uns gezeigt, wo du bist.« Bengt lächelte. »Ich hatte mich auch schon gewundert, warum der dauernd über meinen Kopf kreist.« Erik blickte in den Himmel, aber der große Raubvogel war verschwunden. »Kommt, wir müssen weiter«, meinte Kathleena. Schnell stiegen sie alle wieder auf Adanas Rücken und dann wandte sich Kathleena an Erik. »Kannst du sie bitten, uns jetzt nach Haranga zu bringen?« Erik dachte für einen Augenblick nach.
Adana würde das bestimmt tun, allerdings gab es noch etwas anderes, das ihm auf der Seele lag. Er wusste nicht, ob er das auch noch von den Drachen verlangen konnte, aber ein Versuch war es wert. Erst müssen wir noch was erledigen, erwiderte er und schloss die Augen, um erneut in Gedanken mit dem weißen Drachen zu sprechen. Abschied. Sie hat es geschafft, rief Bengt begeistert und sah von Adanas Rücken nach unten. Der Pass ist wieder frei. Erik nickte und strich der weißen Drachendame dankbar über den Hals, während sie ein weiteres Mal über die Gipfel des dunklen Gebirges hinwegflogen. Adana hatte ihm seine Bitte erfüllt und war mit ihnen zu der Steinbarriere zurückgekehrt, die der Greif auf der Passstraße aufgetürmt hatte. Dann hatte sie einen Felsbrocken nach dem anderen weggetragen, sodass man den Pass jetzt wieder benutzen konnte. Der weiße Drache brachte sie bis auf die andere Seite des dunklen Gebirges und landete etwas abseits der Straße nach Haranga, über die die Kinder weiterreisen würden. Zum Abschied blickte Erik noch einmal zu dem großen weißen Wesen auf, das ihnen bei diesem Abenteuer so sehr geholfen hatte. Danke, sagte er in Gedanken. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Adana neigte den Kopf ein wenig und schnaubte noch ein letztes Mal. Dann schwang sie sich wieder in die Luft und verschwand über den Gipfeln des Berges. Die Kinder sahen ihr lange nach. Auf einen Drachen zu fliegen war wirklich eine tolle Sache, seufzte Greta und kraulte gedankenverloren die Katze, die auf ihrem Arm schlief. Vielleicht hätten wir Adana bitten sollen, uns noch ein Stück weiter zu tragen. Sei nicht so faul, rügte Bengt sie und grinste, als sie ihn in den Arm boxte. Bis Haranga ist es jetzt wirklich nicht mehr weit. Siehst du, da vorn kann man schon die Stadtmauer erkennen. Tatsächlich erreichten sie bald die kleine Stadt am Fuße des dunklen Gebirges, in deren engen Gassen sich kleine Fachwerkhäuser aneinanderreihten. Es dämmerte inzwischen, doch viele Menschen waren noch auf den Beinen. Die Kinder folgten dem Strom der Menschen und kamen auf einen Marktplatz, der von Fackeln in großen gusseisernen Ständern erhellt wurde. Viele Menschen hatten sich dort um einen bunten Holzwagen versammelt, dessen eine Seite zur Hälfte heruntergeklappt war. Ein Gaukler, rief Katlena begeistert, die kommen manchmal auch in unser Dorf. Und was machen die? Fragte Greta. Sie erzählen Geschichten und führen etwas vor. Das ist immer sehr lustig. Kommt, lasst uns hingehen. Neugierig stellten die Kinder sich in die Menge der Zuschauer und sahen, dass auf der kleinen Bühne gerade ein Puppenspiel stattfand. Die Figuren, zwei Jungen und zwei Mädchen, kämpften gegen einen riesigen Wolf. Einer der Jungen hielt ein glänzendes kleines Schwert in der Hand und als er es gegen den Wolf richtete, fiel dieser um und verschwand hinter der Bühne. Die Zuschauer klatschten begeistert, dann ging ein Raunen durch die Menge, denn an der Stelle, wo der Wolf verschwunden war, tauchte eine große Spinnenfigur auf und der Kampf ging weiter. Die Kinder blickten sich überrascht an. »Kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor?« flüsterte Bengt und grinste. Auch die Spinne wurde von den vier Figuren besiegt und alle freuten sich, bis plötzlich ein Knall ertönte und eine große Puppe mit einem schwarzen Umhang auf der Bühne auftauchte. »Wulfrath«, hauchte Katlena und sah mit den anderen fasziniert zu, wie die zwei Jungen und die zwei Mädchen sich nun ein heftiges Gefecht mit dem großen Zauberer lieferten. Doch bevor einer von ihnen gewinnen konnte, verschwanden die Figuren auf einmal alle, und der lächelnde Kopf eines Mannes tauchte über den Rand der Bühne auf. Er hatte schwarzes, zerzaustes Haar und einen stoppligen Bart. »Die Geschichte hat noch kein Ende«, rief er laut. »Werden die Kinder es schaffen, den Zauberer endgültig zu besiegen? Oder wird der böse Wulfrath sie vernichten, so wie er bisher mit allen getan hat, die sich ihm in den Weg stellten?« Er ließ die Helden seines Stückes noch einmal neben sich erscheinen und auf- und abhüpfen. Entscheidet selbst, welches Ende euch lieber ist. Die Leute applaudierten begeistert und viele blieben noch und sprachen miteinander über die Vorführung. Die Kinder gingen hinunter zu dem bunten Holzwagen, wo der Gaukler gerade dabei war, seine Sachen zusammenzupacken. Das ist eine interessante Geschichte, sagte Bank. Wie kommt ein Gaukler auf so etwas? Der Mann mit den struppligen Haaren lächelte freundlich. Habt ihr es denn noch nicht gehört? Zwei der Bestien von Wulfrath, der Höllenhund und die Riesenspinne, wurden von vier Kindern besiegt.
Es heißt, zwei davon kommen aus einer anderen Welt und haben besondere Kräfte. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in ganz Dakanien. Er streckte die Hand aus. Ich bin übrigens Yossi. Und wer seid ihr? Die Kinder schüttelten ihm die Hand und nannten ihm ihren Namen. Dann hakte Erik noch einmal nach. Aber was sagen die Leute zu diesen Neuigkeiten? Yossi zuckte mit den Schultern. Einige glauben, die Prophezeiung habe sich endlich erfüllt. Sie hoffen, dass die Kinder Wulfrat besiegen können. Andere haben große Angst vor seinem Zorn. Und wenn ihr wissen wollt, was ich denke, mir ist es ganz egal, woher diese Kinder kommen. Ich finde es einfach großartig, dass nach König Horalds Verschwinden endlich wieder jemand den Mut hat, gegen den böseren Zauberer anzutreten. Der Blick des Gauklers fiel auf das Schwert in Eriks Gürtel. Er runzelte die Stirn und betrachtete die Kinder genauer. Stammt ihr aus Harangar? Wollte er wissen. Nein, wir sind über die Berge gekommen und wollen weiter zum Ostmeer. Zum Ostmeer? Fragte Yossi erschrocken. Ihr wisst aber schon, dass Wulfrats Insel nicht weit von der Küste entfernt liegt. Bengt nickte lächelnd. Ja, das ist uns bekannt. So, so. Der Gaukler ließ den Blick von einem zum anderen streifen. Zwei Jungen und zwei Mädchen auf dem Weg zum Ostmeer. Mit einem Schwert, das dem von König Horald verdammt ähnlich sieht. Er lächelte. Kann es vielleicht sein, dass ihr meine Geschichte bereits kennt? Erik überlegte einen Moment lang, beschloss dann jedoch, dass es nichts gab, was sie verheimlichen mussten. Es kann sogar sein, sagte er mit einem Grinsen, dass wir schon wissen, wie sie weitergegangen ist. Die Kinder haben nämlich noch eine Bestie besiegt. Yossi grinste breit. Ihr seid es also wirklich, rief er erfreut. Die Helden meiner Geschichte stehen leibhaftig vor mir. Heute ist eindeutig mein Glückstag. Er beugte sich vor. Ich werde morgen in Richtung Küste weiterfahren. Wollt ihr mich nicht begleiten? Ich nehme euch gern ein Stück mit, wenn ihr mir dafür von euren Abenteuern erzählt. Das Angebot nahmen die Kinder dankbar an. Sie aßen mit Yossi und richteten sich dann ihr Nachtlager neben dem des bunten Holzwagens des Gauklers. Was uns wohl am Ostmeer erwartet, fragte Greta leise, als sie schließlich nebeneinander lagen. Gedanken verloren streichelte sie die Katze, die sich in ihrer Armbeuge zusammengerollt hatte. Erik verschränkte die Arme hinterm Kopf. Ich weiß es nicht, aber ich habe nicht mehr so viel Angst wie am Anfang, sagte er. Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir jede Bestie besiegen, die Wulfrat uns noch schickt. Ja, das werden wir, bestätigt Bengt, und auch Katlena nickte zustimmend. Wir schaffen das, sagte sie. Mit diesen Gedanken schliefen die Kinder zufrieden ein. Ja, das war die Geschichte. Das Ungeheuer vom Sturmberg. Das war's für heute. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit diesem Abenteuer. Die Seeschlange im Ostmeer. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber für heute sage ich erstmal tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann.